neuen Video. Mein Name ist Maike und ich habe heute ein Beach Outfit und Essentials Video für euch. Denn wir waren die letzten zwei Wochen zusammen mit EF Sprachreisen in Miami und dort ist auch dieses Video entstanden. Und falls ich jetzt euer Interesse rund um eine Sprachreise nach Miami oder anderswo geweckt habe, verlinke ich euch einfach mal unten einen Link, den ihr gerne anklicken könnt. Falls ihr euch jetzt wundert, warum dieses Intro hier nicht am Strand stattfindet, ich habe klassischerweise vergessen, meinen Akku an dem Tag aufzuladen und musste das jetzt nachträglich machen. Ansonsten würde ich sagen, reden wir gar nicht so lange um den heißen Brei rum und wir fangen jetzt an. Fangen wir jetzt auch schon mit meinem Beach-Outfit an und das ist so ein typisches Outfit, was ich eigentlich täglich getragen habe, bestehend aus einem lockeren und leichten Pullover von H&M. Denn je nachdem zu welcher Jahreszeit man am Strand ist, kann es noch ein bisschen kühl sein und gerade wenn der Wind noch kalt ist, ist es gut, wenn man was zum Überziehen hat. Und dazu trage ich dann noch eine Shorts von Primark. Das ist eigentlich eine ganz normale Shorts, die ich so ziemlich jeden Tag getragen habe. Kombiniert habe ich das Ganze dann mit meinen Flipflops von Ted Baker und die finde ich so wunderschön und die werten das ganze Outfit dann nochmal auf. Und unter meinem Pulli trage ich dann noch diesen Badeanzug hier von Victoria's Secret Pink, der sich dann auch als Top tragen lässt und perfekt zum Strand passt. Kommen wir dann zu den Essentials und da muss auf jeden Fall ein Rucksack oder eine große Strandtasche dabei sein, um alle Sachen zu verstauen. Natürlich darf auch ein schönes großes Handtuch nicht fehlen zum Einmummeln, drauflegen und abtrocknen. Das hier ist jetzt von Victoria's Secret. Und eine wichtige Sache, die ihr auch nie vergessen dürft, ist Wasser. Denn gerade wenn ihr irgendwo seid, wo es warm ist, ist es wichtig, genug zu trinken. Eine Sache, auf die ich auch nicht verzichten kann, ist eine Sonnenbrille und meine hier ist jetzt von Ray-Ban, die habe ich mir auch in den USA geholt vor allem. Wenn ihr einen ganzen USA-Haul sehen wollt, gebt dem Video mal einen Daumen hoch, dann zeige ich euch alles, was ich mir gekauft habe. Weiter geht es dann mit irgendeiner Art von Buch. Das kann eine Zeitschrift sein, ein Buch oder wie eben bei mir ein Notizbuch. Und das benutze ich eigentlich ganz gerne, um meine Gedankengänge aufzuschreiben und zu sammeln und einfach neue Inspiration zu finden. Und da ich mich am Strand so wohl fühle, finde ich da eigentlich immer die meisten Inspirationen und es ist super praktisch. Natürlich muss die Haut auch mit Sonnencreme geschützt werden und was auch viele Leute vergessen ist Lippenbalsam, denn gerade wenn es heiß ist, können die Lippen sehr, sehr, sehr schnell rau werden und austrocknen, deswegen immer schön eure Lippen pflegen. Wenn ihr jetzt noch mehr Videos aus Miami und generell mehr Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr dem Video gerne einen dicken Daumen nach oben geben, damit ich einfach weiß, dass ihr Bock auf Videos habt und Bock aus Videos aus Miami, weil, oh mein Gott, Miami war so cool. Folgt auf jeden Fall auch meinem Vlog-Kanal, der ist unten in der Infobox. Dort seht ihr, was wir jeden Tag gemacht haben. Ich lade jetzt immer nachträglich alle Vlogs aus Miami hoch und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn Miami ist wirklich so schön. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!